Liebe Spagyrik-Freunde, auch wenn einige von euch der Meinung sind, dass sie das Thema Dualseelen schon gleich gar nicht mehr hören können, weil sie es für einen Begriff halten, der esoterisch ist und furchtbar ausgelutscht ist, er ist es nicht. Er ist immer noch hochaktuell. Und es gibt neue Erkenntnisse, die ich zusammen mit Maria Schroll, die ja bei uns das Akasha-Chronik-Reading macht, herausgefunden habe. Also wir haben das Thema Dualseelen neu durchdrungen und sind auf Ergebnisse gekommen, die wirklich aus meiner Sicht spektakulär sind. Und diese Ergebnisse möchte ich euch heute schildern. Wer nicht weiß, was eine Dualseelenbeziehung ist, nur ganz grob, es ist eine intensive Beziehung zwischen zwei Menschen, die sich zwar gefunden haben in diesem Leben, aber immer wieder in eine On-Off-Stellung kommen. Also die Beziehung, die wird immer wieder gelebt, positiv, dann wieder versucht, harmonisch zu leben, dann schafft man das eine gewisse Zeit, dann kommt wieder eine Zeit mit einer eisigen Kälte, dann ist man kurz davor, dass man sich trennt und das geht immer hin und her und läuft in der Regel sehr dramatisch. Und es kann durchaus passieren, dass sich Dualseelenbeziehungen tatsächlich auflösen für kurze Zeit, für wenige Wochen und dann finden sie sich wieder. Es gibt sogar Dualseelenbeziehungen, die mehrfach geheiratet haben. Also es ist ein echtes Drama, was da stattfindet. Und Dualseelenbeziehungen lassen sich übrigens astrologisch genau definieren, ob eine solche vorliegt oder ob sie nicht vorliegt. Und ich möchte euch jetzt kurz schildern, was wir herausgefunden haben. Wenn zwei Menschen sich finden, wir reden jetzt hier von einer Dualseelenfindung, und die verstehen sich ganz wunderbar und die verstehen sich in einer Art und Weise, wie sie noch nie einen Menschen getroffen haben und noch nie einen Menschen geliebt haben und sie wirklich eine übergroße Harmonie erfahren in dieser Zweierbeziehung, dann kann passieren, dass diese Menschen, das passierte in früheren Leben öfter als es heute ist, wir sind heute etwas zu abgeklärt wahrscheinlich, aber dann kann es passieren, dass sich diese beiden versprechen, ihre Liebe für immer aufrechtzuerhalten. Also sie versprechen sich die ewige Liebe. Und dieses Versprechen ewige Liebe stellt einen Schwur dar. Und ein solcher Schwur geht über ein Leben natürlich hinaus. Und damit es kosmisch Bestand hat, weil es von den beiden auch so gemeint war, dass sie sich über ein Leben hinaus die ewige Liebe schwören, damit es Bestand hat, muss kosmisch etwas passieren und es passiert Folgendes, wie ein Vertrag, der jetzt nicht schriftlich geschlossen wird, sondern der energetisch umgesetzt wird. Und dieser Vertrag sieht vor, dass es zu einem Austausch von Seelenanteilen kommt. Also es ist nicht so, wie man sagt bei Dualseelen, dass das eine Seele wäre und die wäre gespalten. Das geht in die richtige Richtung, aber es ist nicht richtig. Sondern es ist so, dass aus diesem Schwur der ewigen Liebe Seelenanteile getauscht werden. Das heißt zum Beispiel, der Mann schenkt der Frau 20% seines Seelenanteils und die Frau schenkt ihm, was weiß ich, 10 oder 15% ihres Seelenanteils. Das passiert natürlich nicht bewusst, sondern das passiert automatisch unbewusst als kosmisches Gesetz, weil beide eben wollen, dass diese ewige Liebe erhalten bleibt. Insofern ist das ein Akt, der eigentlich aus einem positiven Empfinden heraus erfolgt, aber auch ein Akt des absoluten Festhaltens ist. Des Festhaltens an einer Liebe, die so großartig ist, dass man die nicht aufgeben kann. So, wenn die beiden dann ihr Leben gelebt haben, einer stirbt dann und dann irgendwann stirbt auch der andere, dann werden die sich im nächsten Leben selbstverständlich wiederfinden. Die werden sich finden, weil sie sich finden müssen, weil sie nämlich, solange sie nicht mit der Dualseele wieder vereint sind, einen gewissen Seelenanteil vermissen. Und dieser Seelenanteil, den die vermissen, den möchten die natürlich wieder haben, den möchten die bei sich haben und deswegen werden die beiden sich auf jeden Fall finden. Ob der eine jetzt dann, was weiß ich, in Amerika lebt und der andere in China oder der eine in Österreich und der andere in Frankreich, die werden sich finden und wenn es über das Internet ist oder durch irgendeinen sogenannten Zufall, die finden sich.
Und wenn sie sich gefunden haben, dann wissen die sofort, dass das eine ganz andere Beziehung ist. So, und das zweite Leben nach diesem Schwur, nehme ich an, dass das noch recht gut gelaufen ist. Ja? Die haben diese Harmonie wahrscheinlich in ähnlicher Weise wieder erlebt und sind dann wieder gestorben. Nur irgendwann in den folgenden Leben wird diese Harmonie durch eine Dissonanz durchdrängt. Warum? Weil dieses Zusammenfinden ja nicht freiwillig ist, sondern es ist erzwungen. Es ist kosmisch erzwungen, weil sich jeder eben nicht ganz fühlt, solange er nicht seinen Dualseelenanteil, den er verschenkt hat, ja in seiner Nähe hat. So, und aus diesem Zwang, sich wieder finden zu müssen, damit jeder das Gefühl hat, wieder ganz zu sein, entsteht eine Dissonanz. Das passiert immer alles unbewusst. Und aus dieser Dissonanz entstehen auch Verletzungen, ja? Weil man das Gefühl hat, hier stimmt irgendetwas nicht, hier ist irgendein Zwang, hier ist irgendeine Disharmonie, das ist irgendwie aus irgendeinem Grund nicht mehr echt. Und was dann nicht mehr echt ist, ist das, dass die Liebe, die beide spüren, ja eigentlich der Vergangenheit angehört. Das ist eine Liebe aus dem ersten Leben, wo die beiden sich gefunden haben. Und diese Liebe wird als emotionale, wie soll ich sagen, als emotionale Wiederkehr immer wieder im Emotionalkörper ins nächste Leben transportiert. Diese Liebe ist also nicht in diesem jeweiligen Leben gewachsen, sondern stammt aus dem allerersten Leben, wo die beiden sich kennengelernt haben. Und das ist das, was dann nicht mehr echt ist. Aber Menschen können das in der Regel nicht unterscheiden. Sie spüren nur diese ganz starke Anziehungskraft. Sie spüren, dass da etwas ist und sie spüren, dass man sich irgendwie gut versteht. Aber sie spüren genauso, dass ein innerer Widerstand da ist, sich mit dem anderen irgendwie zu beschäftigen. Ja? Oder dass momentan oder phasenweise eine Fluchttendenz besteht, dass man den anderen verlässt. Und man versteht selber nicht genau, warum eigentlich. Also man spürt diese Abhängigkeit, das ist eine echte Abhängigkeit. Man spürt, dass es nicht ganz echt ist, dass die Liebe irgendwie nicht ganz echt ist, obwohl sie deutlich spürbar ist. Und das führt mit zunehmenden Leben, in denen man sie immer wieder trifft, zu immer mehr Verletzungen, bis zu so starken Verletzungen, dass man ja, sich eventuell sogar gegenseitig Gewalt antut. Das ist nicht ausgeschlossen. Das Ganze passiert, weil eben ein Schwur geleistet wurde und dieser Schwur irgendwann zum Fluch wird. Und das ist das, was ich immer sage, wenn ich über Dualseelen rede, das Ganze hat irgendwie einen Fluchcharakter. Und jeder, der intensiv in einer Dualseelenbeziehung mal gelebt hat, weiß, dass das ein Fluch ist. Ja? Er mag es nicht als solchen beschreiben, weil man das Gefühl hat, man tut dem anderen weh und man tut sich auch selber weh damit und man will das ja eigentlich gar nicht. Ja? Nur in einem schlechten Moment, wo man nicht gut drauf ist und den anderen wieder mal hinausstoßen möchte aus dem Leben, dann bestätigt man diesen Fluch wahrscheinlich. Ansonsten nimmt man das Wort nicht gerne im Mund. Und mit jedem Leben wird das nicht besser, sondern eher schlimmer. So, wo ist die Lösung? Die Lösung ist natürlich die, dass wir uns darüber im Klaren werden, dass es sich hier um tatsächlich einen Fluch handelt, der nicht absichtlich geleistet worden ist, sondern der einfach aus einer gewissen Naivität und aus einem Nicht-Loslassen-Können entstanden ist. Und wir haben jetzt dann die Aufgabe, diese Vereinbarung, die wir von vielleicht 20 Leben beschlossen haben, die wieder aufzuheben. Also als allererstes müssen wir mit uns eine Vereinbarung machen, dass wir diese Vereinbarung der ewigen Liebe, dieses ewigen Schwurs, dass wir das wieder rückgängig machen. Das ist das Erste, das müssen wir schriftlich machen, gar keine Frage. Und das Zweite ist, wir müssen die Seelenanteile zurückholen. Gut, Seelenanteile zurückholen, das kann jeder machen, wie er möchte. Ich kann nur eine spagyrische Möglichkeit vorschlagen und diese spagyrische Möglichkeit, die hat es in sich. Ich habe eine Rezeptur entworfen,
die genau das kann. Und ich würde behaupten, dass diese Rezeptur eine der stärksten, also der wirksamsten ist, die ich jemals, ich will nicht sagen erfunden habe, sondern die mir jemals zugeleitet worden ist. Weil ich erfinde das ja nicht, sondern das ist ja auch eine Form der Eingebung. Es ist eine magische Rezeptur, die also bestimmte Zauberelemente auch hat, wo Zauberpflanzen agieren. Diese magische Rezeptur ist abgestimmt mit dem Geburtsdatum. Einige von euch werden schon wissen, wie diese Rezepturen aufgebaut sind. Sie lehnt sich etwas an die Rezeptur an der geleisteten Schwüre aus früheren Leben, aber sie ist trotzdem etwas anders. Und diese Rezeptur vermag tatsächlich, diese Seelenanteile zurückzuholen. Aber, jetzt kommt das Aber. Nachdem diese Rezeptur in alle früheren Leben eingreift, es gibt ja die zeitliche Abfolge von früheren Leben nicht. Ja? Wir müssen ja immer davon ausgehen, dass wenn wir über frühere Leben reden, das ist ja energetisch so, als wenn das alles zur gleichen Zeit wäre. Und deswegen muss diese Rezeptur, um das wieder zu löschen, um diese Seelenanteile zurückzuholen, muss diese Rezeptur in allen früheren Leben, die wir schon gemeinsam mit diesem Dualseelenpartner gelebt haben, muss diese Rezeptur eingreifen. Und das macht auf der einen Seite diese Rezeptur so stark und macht aber auf der anderen Seite auch die Nebenwirkungen so stark. Weil da spüren wir, dass hier etwas läuft, was gewaltig ist. Und wenn man diese Rezeptur anwendet, das muss ich leider sagen, wird man in den ersten Tagen irgendwie das Gefühl haben, dass einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Das ist aber nur scheinbar. Das ist nur deswegen, weil wir etwas ganz, was grundsätzlich in allen früheren Leben verändern, also rückwirkend, eben diese Seelenanteile wieder zurückzuholen. Dieses Spray kann das. Das Spray braucht etwas Zeit, nicht die üblichen 6 Wochen, die wir brauchen, sondern das kann auch schon mal 2 bis 3 Monate dauern. Und warum dauert es so lang? Ja, weil wir dieses Spray durchgehend gar nicht verwenden können. Jeder, der es anwendet, der wird feststellen, hoppla, nach 3 Tagen brauche ich da eine Pause. Das ist etwas zu viel auf einmal. Ja? Dann macht man eine Pause, von mir aus von der ganzen Woche, oder lässt einfach mal 2 Wochen das Fläschchen mit dem Sprühkopf auf dem Nachttisch stehen, oder man nimmt es 2 Wochen einfach in einer kleinen Flasche in die Hosentasche oder wie auch immer. Also es reicht dann, wenn es in der Nähe ist, es wirkt ja trotzdem. Und da muss man sich immer wieder mal reinfühlen, wende ich es heute an, sprühe ich heute wieder. Das ist so ein ganz feines Abstimmen, das kann nur derjenige selbst machen, der der Betroffene ist. Das kann niemand verordnen. Also man braucht ein gewisses Gespür dazu. Man darf nicht übertreiben, weil das dann wirklich zu schwer ist auch. Es ist zu viel Wirkung auf einmal. Aber man sollte es dann auch nicht abbrechen und ewig liegen lassen, sondern schon immer wieder mal den Versuch machen. Ich kann Ihnen versichern, es wirkt und es holt die Seelenanteile zurück. Irgendwann gibt es dann einen Punkt, wo wir bei der Anwendung feststellen, dass durch die Sprühanwendung etwas ganz was Fantastisches passiert. Wo wir dann an dem Tag dann feststellen, dass wir unheimlich gemittet sind, dass wir irgendwie richtig gut drauf sind und dass wir feststellen, dass jetzt irgendwie ein größerer Brocken von diesem Seelenanteil wieder zurückgekommen ist. Das ist wahrscheinlich noch nicht vollständig dann, vielleicht fehlen noch 5% oder 3% oder was auch immer, aber wir bleiben dann dabei und sprühen nach wie vor, bis wir überhaupt keine Wirkung mehr feststellen. Aber ab diesem Zeitpunkt wird man ein wunderbares Erlebnis haben, ein wunderbares Erlebnis hinsichtlich der eigenen Mittung, wie man im Leben steht, und man fühlt sich insgesamt mehr ganz, als man sich jemals in seinem Leben gefühlt hat. Und das ist der eindeutige Beweis, dass diese Seelenanteile zurückgeholt werden. Und irgendwann ist das natürlich dann abgeschlossen. Gut, dann sind die Seelenanteile zurück und dann ist auch das Drama dieser Dualseelenbeziehung beendet. Punkt. Ich habe das mal 2 Klienten erzählt und der eine, der hat dann gesagt, das Mittel wird er auf keinen Fall nehmen, weil dann besteht ja die Gefahr, dass er sich hinterher von seiner Dualseele trennt. Natürlich besteht die Gefahr, gar keine Frage.
Nur diese Argumentation, die entsteht ja aus dem Bewusstsein heraus, dass man den anderen verliert und ich darf ihn nicht verlieren, weil der trägt ja meine Seelenanteile. In dem Moment, wo ich die Seelenanteile zurückhole, gibt es ja diese enge Verbindung nicht mehr und dann stehe ich ja davor und sage, das ist jetzt für mich nicht mehr wichtig. Der andere verliert definitiv die Wichtigkeit. Das mag man sich in dem Moment, wo die Seelenanteile noch beim anderen geparkt sind, mag man sich das eventuell nicht vorstellen oder kann sich oder will sich das nicht vorstellen. Aber es ist definitiv so, dass dann der andere für einen diese intensive Verbindung verloren hat. So, die Trennung, die dann kommen könnte, die muss nicht sein. Was könnte denn passieren? Na, es könnte passieren, dass wir auf einem viel höheren Niveau mit dem anderen eine Art Beziehung leben, nennen wir es, was weiß ich, Bruder und Schwester oder sonst irgendwie, oder eine intensive Freundschaft, ja, wo wir mit dem anderen verbunden sind, weil wir in so vielen Leben intensiv verbunden waren, aber es ist ohne negative Emotionen, der Fluch ist weg. Es ist auch ohne das Bedürfnis, ein Liebespaar zu sein oder bleiben zu wollen, sondern es ist ein tiefes Verständnis zwischen zwei Seelen möglich, dass diese beiden Seelen einfach Freunde bleiben. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass die beiden sich dann aus dem Weg gehen und sich vielleicht auch nie wieder finden und auch nie wieder sehen wollen oder sie haben gar kein Verlangen danach. Also alles ist möglich. Ja? Was sicherlich ausgeschlossen ist, dass dieses Spray nicht wirkt und dass nach wie vor dieses Dualseelen-Drama weitergeht. Das halte ich für absolut ausgeschlossen. Also, wer betroffen ist oder wer sich dafür interessiert, ich verlinke unten dieses Mittel, es ist bei uns im Shop erhältlich und würde mich auch freuen über ein Feedback von denjenigen, die in einer solchen Dualseelenbeziehung leben und aus dieser sanft irgendwie aussteigen möchten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.